Guten Abend. Wir stecken richtig in der Zwickmühle. Das fängt heute Abend ziemlich schwergewichtig an. Wem kann ich denn noch glauben? Und wenn man so eine Geschichte von Beate Schmidt hört, dann sagt man, naja, wem kann man noch glauben? Es geht ja bei den Kerndingen, bei Gesundheit. Da geht es ja richtig ans Eingemachte. Und beim Geld. Und das sind die beiden Kernfragen heute, wo wir fragen, wem kann ich denn noch glauben? Wir müssen glauben. Die Zwickmühle, in der wir stecken, ist, dass wir durch Erfahrungen schwerer Art, durch Enttäuschungen, die manchmal katastrophal sind, misstrauisch werden. Und dass wir auf der anderen Seite doch nicht leben können, ohne zu glauben, ohne zu vertrauen. Ja. Man muss eben dem Arzt vertrauen, der einen da auf dem Operationstisch liegen hat. Ne? Man kann ja eben nicht sagen, ein Auge halte ich auf und da helfe ich mal ein bisschen mit. Und nein, ist ausgeliefert. Man braucht Vertrauen wirklich zum Überleben und hat doch eigentlich so viel Grund, misstrauisch zu sein. Beim zweiten Kernbereich vom Geld, ich meine, das will ich gar nicht vertiefen heute, damit hier nicht so eine depressive Stimmung noch aufkommt heute noch mehr. Weil da ist ja so vor aller Augen, dass man so vertraut hat und so vertrauen musste und so angeschmiert worden ist. So angeschmiert worden ist. Was ist denn da? Ich schlug den Wirtschaftsteil einer großen Tageszeitung auf und die alles beherrschende Schlagzeile in einer Zeitung, die überhaupt kaum Bilder bringt, nur viel gedrucktes, große Schlagzeile. Wem kann man noch vertrauen? Da habe ich gedacht, das erwartet man in der Kirchenzeitung, irgendwo so über Glauben reden und so. Nein, im Wirtschaftsteil. Wem kann man noch vertrauen? Das ist die Kernfrage. Nun, die Irrtum ist da, errare humanum est, haben schon die alten Römer ihren Kindern gesagt, also Irren ist menschlich. Nun, es gibt viel Irrtum, es gibt auch Betrug und alles untergräbt unseren Glauben, unser Vertrauen. Da versucht man eine Notlösung zu finden und die Notlösung könnte ja sein, dass man möglichst wenig glaubt, also wenig Gefahren sich aussetzt. Und dann überlegt man sich, wo muss ich denn überhaupt vertrauen, wo muss ich denn überhaupt glauben, wo kann ich es lieber sein? Also, und dann sagen sich viele Leute, also Gott, das ist so mehr so ein Luxusartikel, dass, wenn wir gar nichts mehr anderes brauchen, dann gucken wir noch, ob wir an Gott glauben oder so. Das streichen wir erstmal. In der Risikogesellschaft ist schon zu viel Gefähr, also das lassen wir erstmal raus. Und dann entscheiden sich viele natürlich, aber Geld ist natürlich wesentlich. Geld, das braucht man wirklich halt zum Leben und dann kommt raus, was wir gerade erleben, angeschmiert, angeschmiert, angeschmiert. Betrogen. So. Augen auf heißt es da, nicht? Es ist unsere Überzeugung bei ProChrist, dass wir Zweifeln im Programm haben, weil einfach für ein gesundes Leben es nötig ist, dass man das Hirn zum Denken braucht und den Kopf nicht nur zum Frisieren. Wir müssen kritisch fragen. Man muss selbstverständliche Dinge, die immer gewesen sind, die man immer schon so gemacht hat, die muss man in Frage stellen, weil man sonst betrogen wird, in die Irre läuft. Augen auf. Es ist, glaube ich, jetzt ungefähr 35 Jahre her, dass ich zum ersten Mal in diese wunderschöne Stadt kam, die damals noch die Stadt mit den 3 O war, wie ich lernte. Karl-Marx-Stadt. Ja, das muss man ja außerhalb von Sachsen auch etwas erklären. Diese wunderschöne Musik der Sprache her. Und damals hat mich das schon beeindruckt und immer noch ist es im Zentrum der Nischel. Also heute, ich bin entschlossen, ein europäisches Bildungsprogramm heute Abend zu starten. Mein Ehrgeiz ist im ersten Teil jetzt, dass erstmal in ganz Deutschland und dann in allen 17 angeschlossenen Ländern die Leute wissen, was ein Nischel ist. Zeigt ein Nischel, nicht wahr? Das ist er. Das ist natürlich Karl Marx. Und das ist nicht sein Spitzname, sondern, Entschuldigung hier, das muss ich ja den Leuten in der Halle hier nicht sagen, die wissen das alle besser, aber
alles, was außerhalb ist, so außerhalb Sachsens und dann natürlich außerhalb Deutschlands, den muss ich sagen, Nischel ist eines der schönsten Worte, die die menschliche Sprache erfunden hat, für Kopf. Schlicht Kopf. Das hier ist mein Nischel. Nicken Sie mal mit, nicken Sie bitte mal mit Ihrem Nischel. Sie können ihn auch schütteln. Es ist einfach schön, wenn er nach oben auf den Schultern sitzt. Nun gut, also ich bin oft an dem vorbeigegangen und jetzt in Chemnitz kann ich überhaupt nicht daran vorbeisehen, an dieser großen Büste, die im Zentrum von Chemnitz steht. Und ich verrate Ihnen eins, das ist für mich sehr bedeutungsvoll, denn ich habe Karl Marx gelesen und mit Gewinn. Und ein seiner berühmtesten Satz, wahrscheinlich ist es einer seiner berühmtesten Sätze, den bejahe ich, Sie werden sich wundern, als Pfarrer von ganzem Herzen. Das ist der Satz, Opium ist Religion des Volkes. Das hat er gesagt, Opium, das ist nicht das Rauschmittel, das ganz kritisch. Er sagt, die Leute suchen Betäubungsmittel, damit sie die Schmerzen nicht finden, spüren, die ihnen die Ungerechtigkeit und die sonstigen Unpässlichkeiten in der Gesellschaft zufügen. Und wenn sie die Schmerzen nicht spüren, dann werden sie nichts dagegen tun. Und Religion ist wie Opium, das so betäubt. Und ich mache da aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich sage Ihnen, das Christentum, nicht nur das Christentum, auch andere Religionen, aber auch das Christentum auf weite Strecken ist zur Opiumreligion verkommen. Das merke ich immer dann, wenn es an Veränderung des Lebens geht. Wir wollen bestätigt werden, wir wollen beruhigt werden, wir wollen auch getröstet werden. Wir wollen erfahren, dass wir so okay sind, wie wir sind, dass sich überhaupt nichts ändern sollte in unserem Leben. Höchstens die anderen sollten sich ändern, aber wir sind schon ganz prima. Und das nennt man Betäubungsmittel. Das nennt man Opiumreligion. Und das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was ich in der Bibel gefunden habe. Denn da geht es nicht darum, dass alles ist schon gut und alles soll so weitergehen, sondern da werden wir in Bewegung gesetzt, da werden uns die Augen aufgemacht. Augen auf, sagt Jesus, siehe. Das Wort siehe ist ganz, ganz häufig in der Bibel zu sehen. Augen auf, da wird man, das ist manchmal unbequem, wenn man aus dem Schlaf gerissen wird, wenn man aus der Träumerei gerissen wird. Und nun gut, das kann religiöses Opium sein, aber wir sind ja erfinderisch. Es geht nicht nur um religiöses Opium. Wir haben viele andere Dinge, natürlich um die Drogen selber. Die Volksdroge par excellence ist natürlich nach wie vor Alkohol, der ganz viele nicht nur trinken, weil man Durst hat, sondern weil man einfach vergessen will und das Leben sonst nicht erträgt. Medikamente, manche stürzen sich in die Arbeit, das ist Workaholics, nennt man das, einfach um zu vergessen, weil sie in den Beziehungen nicht klarkommen, zu Hause, in Ehe und so weiter. Fernsehen, Sex, Fußball, Formel 1 und Internet sind Drogen geworden, die wir gebrauchen, um uns zu betäuben. Wahrscheinlich im Augenblick der berühmteste deutschsprachige Schriftsteller ist Daniel Kehlmann. Der hat gerade einen neuen Roman rausgebracht, Titel Der Ruhm. Und in neuen Geschichten berichtet er darin, interessant. Und in einer Geschichte schildert er einen sogenannten Nerd, also einen Internetfreak, so einer, der dauernd im Internet ist. Und der sagt da, das ist auch so ein bisschen kaputte Sprache dann da, die Grammatik stimmt nicht ganz, wenn einer so viel Internet unterwegs ist, dann weiß er, dass Wirklichkeit nicht alles ist. Mein ganzes Drecksleben, der ständige Streit mit Mama, der üble Bus und das Riesenschwein Lobenmeier, das war sein Arbeitskollege, mir war, als gäbe es Erlösung. Und Erlösung war für ihn, in Internetchat zu gehen, das war die eigentliche Welt. Dann weiß man, dass Wirklichkeit nicht alles ist. Also es gibt da viele Möglichkeiten, sich zu betäuben, wegzutauchen, in alten und modernen Formen, traditionell und wie auch immer. Wir sitzen in der Zwickmühle. Man kann nicht leben, ohne zu vertrauen. Keinen Tag des Lebens können Sie bewältigen, ohne zu vertrauen. Steigen zu anderen ins Auto oder in die Straßenbahn oder in den Zug. Sie vertrauen darauf, dass ihnen keiner umbringen will. Sie essen, sie testen das vorher nicht. Es ist dauernd, ob das vergiftet ist. Sie müssen vertrauen, sonst können sie nicht leben.
Und auf der anderen Seite gibt es eben viel, viel Grund, misstrauisch zu sein, weil man allzu oft leichtgläubig ist und damit ein Riesenproblem bekommt. Ich möchte heute Abend, wie ich das an den Abenden immer wieder tun werde, Ihnen einen Bericht aus der Bibel nahebringen, indem wir etwas davon hören, wie Vertrauen entsteht, wie Glaube, Vertrauen, das ist ein auswechselbar, Glauben wem, nicht? Vertrauen, sich verlassen auf, das ist, meint dieser Begriff, wie das entsteht und welche Risiken und welche Spannungen darin bestehen. Ich will Ihnen diesen Bericht erst lesen und ich mache Ihnen sehr Mut, die Bibel zu lesen. Bibellesen bildet. Ist doch keiner dümmer geworden. Man muss ja nicht gleich Christ werden. Das kann auch nicht schaden, meine ich. Aber lesen Sie wenigstens, wenn Sie dagegen sind, sollten Sie auch wissen, warum Sie dagegen sind und wogegen Sie sind. Also lesen Sie die Bibel. Und Sie werden mich in dieser Woche erleben, dass ich immer angebe, wo diese Berichte stehen. Das tue ich hier aus einem ganz, ganz praktischen Grund. Ich wünsche mir, dass Sie zu Hause das noch einmal für sich selber nachlesen und überprüfen, ob das Hand und Fuß ist, hat, was ich hier sage. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe gar keine Bibel zu Hause, ist das das Leichteste, wo wir abhelfen können. Da können Sie gleich am Ausgang irgendwo eine mitnehmen, praktisch gut zu lesen und so weiter. Und dann gucken Sie, jedes Buch hat eine Inhaltsanzeige und eine Inhaltsangabe, da finden Sie sich schon zurecht. Und der Bericht, über den ich heute spreche, der steht im Neuen Testament, das ist das hintere Drittel der Bibel. Das vordere ist das Alte Testament, ist ein bisschen dicker. Und ganz vorne im Neuen Testament gibt es vier Berichte, die das Leben und Reden und Sterben und die Auferstehung von Jesus beschreiben. Das nennen wir die Evangelien, also die komprimierte gute Nachricht ist das. Das heißt das auf griechische Wort, auf Deutsch, gute Nachricht. Und im vierten dieser Evangelien, in dem Evangelium des Apostels Johannes, da wieder im vierten Kapitel, also Johannes Evangelium Kapitel 4, damit man das in der Bibel gut findet, sind sogar die Sätze nummeriert. Sie werden es nicht glauben, das ist ganz unwahrscheinlich gut und praktisch. Dort von den Versätzen Nummer 46 bis zum Ende des Kapitels finden Sie folgenden Bericht. Ich lese Ihnen den. Und Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa. Das war so ein kleines Dorf im Norden Israels, im Bergland von Galiläa, hohe Berge, die gehen so wie das Erzgebirge, so da geht es bis 800, 900 Meter rauf in Galiläa. Das ist eine ganz interessante Gegend. Jesus kommt also wieder dorthin. Er war da schon mal mit seiner Mutter bei einer Hochzeitsfeier gewesen. Da gab es ein ziemliches Ding. Das ist aber heute nicht unser Thema. Da hat er nämlich Wasser in Wein verwandelt, während heute die meisten Leute Wein in Wasser verwandeln. Aber Jesus ist mehr von der Sorte, dass sie Wasser in Wein verwandeln. Das ist schon ganz typisch. Das war überhaupt die erste Demo, die er angefangen hat. Man richtig wusste, wo man mit ihm dran ist. Dass er nicht der ist, der Wasser in Wein schüttet, sondern der aus Wasser anständige Spätlese macht. Also er war schon mal dort und er kommt noch mal nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, des Regionalkönigs da, Agrippa so und so viel. Also es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Nun müssen Sie wissen, Kapernaum liegt unten am See Genezareth, ist 200 Meter unter Meeresspiegel, liegt hier und 27 Kilometer Luftlinie entfernt. Oben in den Bergen, Galiläischen Bergen, liegt das Dorf Kana. Es war so eine ziemliche Entfernung dazwischen, muss man im Kopf haben, um den Bericht zu verstehen. Dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa, also aus dem Süden, nach Galiläa in den Norden kam. Und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn er war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Nicht besonders freundlich, ne? Der Mann sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin.
Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde, das war 13 Uhr mittags. In Israel fangen sie an, morgens um 6 Uhr zu zählen. Das war 13 Uhr mittags. Gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Ich finde das sehr interessant, dass dieser Mann anfängt, sich Jesus anzunähern, weil er ein Problem mit seinem Kind hat. Ich meine, Gott ist ja bei vielen Menschen heute nicht so wirklich ein Thema. Da machen wir uns ja gar nichts vor. Viele finden, kommen ganz gut zurecht und das Leben ist aufregend genug und da braucht man Gott nicht. Was ich aber beobachte ist, dass junge Leute, also ich bin ja ein alter Mann, das sind für die meisten für mich junge Leute, also so junge Leute, junge Eltern, wenn sie dann ein Baby bekommen, und haben das in den Arm, da dieses zarte, unglaubliche Wesen. Da fangen die oberflächlichsten Typen an nachzudenken. Plötzlich stellen sie Fragen. Früher war das gar nicht dran. Man war so beschäftigt mit Karriere und mit Geld verdienen und mit Spaß und Urlaub und Sorgen und so weiter. Und jetzt plötzlich, ich bin verantwortlich für solch ein wunderbares kleines Wesen. Sieht man das wachsen? Und dann kommt plötzlich die Frage, was habe ich dem eigentlich zu geben? Ich bin verantwortlich dafür. Wer bin ich eigentlich selber? Wie kann ich diesem Kind denn jetzt helfen, dass sein Leben gelingt? Kann ich dem helfen, dass es sich richtig orientiert, dass es geschützt ist? Und dann kommen all die Fragen, die dann aufbrechen, die man selber meinte, lange überhaupt nicht stellen zu müssen. Und gesagt, interessiert mich nicht. Finde ich toll. Vielleicht sitzen heute Abend viele hier in der Halle und an den Übertragungsorten und sagen, genau das ist, was mich umtreibt. Ich gucke meinen Kindern in die Augen und frage mich, wer bin ich eigentlich selber? Was habe ich euch zu geben? Habe ich euch ein Leben zu vermitteln, das lebenswert ist? Lesen Sie mal den Brief, den einige der Eltern von Schülern in Winnenden nach dem Massaker geschrieben haben. Wie viele Eltern fragen sich, denen die Dinge aus dem Ruder laufen und Katastrophen passieren. Was haben wir eigentlich unseren Kindern zu geben? Und plötzlich wird das alles eine bohrende Frage für mich selber. Worauf verlasse ich mich eigentlich? Hält das denn? Was trägt? Stimmt das? Es war bei diesem Mann so, die Not seines Kindes trieb ihn zur Suche, zum Fragen, ist Gott da? Wer ist dieser Jesus? Mir fällt auch auf, er war eine Führungsfigur. Der hatte einen Top-Job in der Administration des regionalen Königs dort. Das heißt, ein Einfluss, wir nennen das heute Führungskräfte. Und Führungskräfte zeichnen sich dadurch aus, dass sie das Gefühl haben oder wenigstens das Gefühl verbreiten, dass sie alles im Griff haben. Wenn sie nicht alles im Griff haben, muss man wenigstens so tun, damit die anderen nicht merken, dass sie es nicht wissen. Das ist ein bisschen schwierig, das merkt man heute an vielen Stellen in unserem Land bei der Krise. Ne? Nicht zeigen, dass man es nicht im Griff hat. Und er war sicherlich ein Typ, der alles im Griff hatte. Viel im Griff hatte. Er war auch sicherlich vermögend. Er konnte eine Menge Probleme mit Geld lösen. Selbstverständlich kann man eine Menge Probleme mit Geld lösen, wenn man ein bisschen mehr davon hat. Ist doch gar, klar, ist doch gar keine Frage. Soll doch keiner so tun, als ob das nichts ausmachte. Das macht sehr viel aus. Und er hatte eine Menge Geld. Er hatte Macht, er hatte Einfluss, Position. Und dann plötzlich eine Lebenssituation, in der er nichts mehr im Griff hat. Das heißt, sein Kind war todkrank. Und er hat ganz bestimmt alle Ärzte bemüht. Der hatte das Geld, der konnte auch ohne Krankenkasse, der konnte sich alles leisten. Und er hat sicher alles bemüht, was es gab, um seinem Kind zu helfen. Und er merkt, ich kann nichts mehr tun. Ich kann nichts mehr tun. Das ist eine kritische Geschichte.
wenn man plötzlich, und man weiß nicht, ob man es Menschen wünschen soll, ich möchte das ja niemandem wünschen, dass man erst dahin kommen könnte. Ich wünsche ja Menschen, dass sie in guten Zeiten, in starken Zeiten, wenn es ihnen gut geht und wenn sie erfolgreich sind und stark sind, anfangen, den Kopf zum Denken zu gebrauchen und sagen, worauf verlasse ich mich denn letzten Endes? Was trägt denn wirklich? Aber die wenigsten haben Zeit dazu und die wenigsten geben sich mehr Mühe, in Zeiten ihres Erfolges und Wohllebens solche selbstkritischen Fragen zu stellen. Da muss es dann leider erst dazu kommen, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird und sie endlich auf eine schmerzhafte Weise spüren, dass sie nicht mehr alles im Griff haben. Wo sie sagen, wer bin ich eigentlich? Wo ist denn hier noch ein fester Halt? Nur Strohhalme? Nur Betrug jetzt noch? Und so treibt es diesen Mann zu Jesus. Er hat Gerüchte gehört. Ich bin überzeugt, er wusste weniger von Jesus als alle, die heute Abend hier zuhören. Gerüchte irgendeiner Prediger, Heilungen, vielleicht einer von so Scharlatan. Naja, sagt er, hilft dir nichts, dann schadet nichts. Ich kann nichts mehr machen. Und dann macht er sich auf. Damals gab es keine Autos, also 27 Kilometer zu Fuß. Luftlinie, es war erheblich mehr, zu Fuß rauf, um in Kana Jesus zu treffen. Und das ist die erste Entscheidung, die ich Ihnen zeigen muss. Wie entsteht eigentlich ein begründetes Vertrauen, das trägt? Zunächst mal sind da Behauptungen, manchmal sind es nur Gerüchte und vielleicht mag Ihnen das alles, was hier von Gott schon gesagt und gesungen wurde, wie irgendein Gerücht vorkommen, wo Sie sagen, das sind aber steile Thesen, ob das stimmt, wer soll das wissen? So, und dann kann man sagen, wer soll das wissen und kann nach Hause gehen und sagen, mit dem Fragezeichen alles sein Bewenden haben lassen. Oder man kann aus irgendeinem Motiv, welches auch immer, hier war es die Not, er wollte Hilfe für sein Kind, es können auch ganz andere Motive sein, entscheiden, ich möchte prüfen, was an diesen Gerüchten und an diesen Behauptungen dran ist. Ich will Jesus näher kennenlernen. Das ist die erste Phase, die ist so wichtig. Und ich möchte so viele von Ihnen, wenn Sie merken, dass Sie voller Skepsis stecken und voller Ablehnung stecken gegenüber dem christlichen Glauben, dann möchte ich Sie einladen, diese Entscheidung zu treffen. Prüfen Sie die Informationen, gönnen Sie sich das, seien Sie gründlich. Das ist nicht von selbst, nicht automatisch. Sie können auch die andere Entscheidung treffen und sagen, will ich gar nicht, mir reicht mein Fragezeichen und so. Die meisten glauben ja nicht an Gott, ich tue, was die meisten tun. Das befriedigt ja scheinbar die meisten, dass sie tun, was die meisten tun und dann braucht man auch selber keine Fragen mehr zu stellen. Ist ja auch, denken ist ja auch anstrengend. Dieser Mann ist ein Vorbild, in dem er sich entscheidet zu sagen, ich will prüfen. Das sind die ersten Schritte. Sehen Sie, wir in den letzten 9 Monaten sind wir von ProChrist aus mit 2 Containerpaaren, Containern der Hoffnung, durchs Land gefahren, Deutschland und Österreich, 60 Städte. Viele von Ihnen hier in Chemnitz stehen die Container jetzt ja auch hier im Stadtzentrum und auch hier an der Halle. Da können Sie sehen, in vielen Städten, Sie gewinnen Container der Hoffnung. Für die, die sie nicht gesehen haben, hoffe ich, dass sie jetzt zu sehen bekommen. Mit einem kleinen Einspieler, das den Eindruck haben, Zweifeln und Staunen steht drauf drin, werden Lebensgeschichten. Und das Interessante war, wir haben die Leute eingeladen, dass sie auf solche kleinen Zettel ihre Sorgen und Zweifel schreiben konnten. Und die Christen in den verschiedenen Städten und auch hier in Chemnitz haben den Leuten versprochen, wir beten für euch. Also wir haben heute hier auf der Bühne 5000 dieser kleinen Mini-Container, so nennen wir diese kleinen Schachteln, auf denen Zweifel und Staunen steht. Da drin waren diese Zettel und Bleistift. Das ist jetzt hier nicht. Ich habe hier in diesem Container habe ich vor dem Abend mal selber ein Blatt hineingetan, damit ich Ihnen etwas zeigen kann. Ich habe viele, viele von diesen Containern, von den Blättern gelesen, was Menschen da drauf geschrieben haben. Containergebete, Gebete, wo Leute sagen, wir selber wissen noch gar nicht, ob wir beten können, aber wenn ihr uns anbietet zu beten, ja, hier ist unsere Not. Und das ist so ein erster Schritt der Annäherung, nicht? Sie haben die Einladung, ich will Ihnen das mal beispielhaft nennen, es sind ja Tausende gewesen. Eine schreibt, eine oder ein Herr, mein Sohn ist sehr krank, keiner weiß, was ihm fehlt.
Jetzt sitzt er im Rollstuhl und kann nicht allein essen, trinken, stehen, laufen. Aber ich danke Gott dafür, dass er bei uns sein kann. Ein Kind schreibt, ein Jugendlicher, ich möchte einen richtigen Papa. Ein Kind schreibt, ich möchte mir wünschen, dass meine Eltern wieder zusammenkommen. Uns geht es sehr schlecht aus finanziellen Gründen. Ich habe oft Streit mit meinen Eltern. Ein anderer schreibt, ich werde oft geschlagen. Einfach so ein Satz. Und dann lese ich dort, in meiner Familie gibt es so viele Familienmitglieder mit großen Problemen. Manchmal fühle ich mich davon erdrückt. Alles lastet auf meinen Schultern. Krankheit, Alkoholismus, Schulprobleme, den Lebensweg finden. Dann schreibt einer, ich bitte Gott um eine Freundin. Ich bitte Gott, dass ich vom Saufen wegkomme. Ah, sehr, sehr direkt ging es dazu. Oft auch dann in den Gesprächen. Mich sehr berührt, schreibt ein Kind. Meine Zahnspange tut mir weh. Mathe verstehe ich nicht. Unser Lehrer ist sehr streng. Ja, gut, dass man uns bei Gott abliefern kann. Aber dann auch das. Eine Freundin von mir wurde jahrelang von ihrem Großvater sexuell missbraucht. Bitte Gott, gib ihr neue Perspektiven und hilf ihr, mit der Vergangenheit abzuschließen, damit sie wieder nach vorne blicken kann. Oder jemand schreibt, ich hatte Krebs und habe Angst, dass er wiederkommt. Ich wünsche mir sehnlichst, dass ich gesund bleibe. Und dann, ich zweifle an mir selbst und zweifle daran, dass ich es je schaffe, meine Vergangenheit zu vergessen und dass ich je in meinem Leben glücklich werde. Und einer schreibt, hoffentlich kommt M vom Alkohol weg. Wir haben diese Mini-Container hier in der Form eines Kreuzes auf die Bühne gelegt. Wissen Sie warum? Beim Propheten Jesaja, da steht einmal prophetisch das Wort, das sich in Jesus erfüllt. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Alles ist auf ihn gelegt. Und am Kreuz, angenagelt, gilt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass wir alles draufpacken können. Und so haben wir dieses Kreuz geformt hier und gesagt, ja, viele sind gekommen und haben noch gar nicht gewusst, ob sie glauben können. Überhaupt schon glauben können, aber waren dankbar, dass da Menschen waren, die eingeladen haben und gesagt, komm, leg deine Not hier hin und all den Kummer. Wir tragen ihn vor Gott. Und in der Hoffnung natürlich, dass ein solcher Mensch etwas erfährt, etwas spürt von der Einladung, dass er selber sich nähert, dass er selber kommt und Jesus besser kennenlernt. Lass uns zurück zum Bericht aus der Bibel kommen. Dieser Mann macht sich tatsächlich auf den weiten Weg, um Jesus kennenzulernen. Er wusste noch nicht, ob sich das lohnt, ob das was bringt, aber er wollte es wissen. Er wollte es wissen. Nun, Sie sind in die Pro-Christ-Veranstaltung gekommen. Ich hoffe nicht, dass Sie 27 Kilometer Luftlinie zu Fuß laufen mussten hierher, aber immerhin. Sie haben sich aufgemacht und das war eine Entscheidung. Sie sind gekommen und haben damit irgendwie ein Signal gegeben, ja, ich bin bereit, auch da mal zuzuhören überhaupt. Vielleicht sind Sie voller Kritik, voller mehr Fragen als Zustimmung. Seien Sie herzlich willkommen. Genau so sind Sie eingeladen. Glauben Sie nur ja nicht, dass wir hier Leute versammeln wollen, die alle mit dem Kopf nicken und schon alles bejahen. Aber wir möchten Menschen einladen, die wirklich mit ihren Lasten kommen wollen, um Jesus
kennenzulernen. Es war gar nicht einfach, es gibt erst Ärger. Jesus sagt, du willst nur Wunder sehen, wollte er doch gar nicht. Also da war Jesus auch nicht so besonders zartfühlend. Und er sagt einfach, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus erfüllt seine Wünsche nicht. Auch das ist ein Problem. Wir erwarten ja dann oft, dass Jesus auch so funktioniert, wie wir uns das wünschen, damit wir dann an ihn glauben. Die Vorstellung haben ja viele. Gott muss so funktionieren, wie ich die Vorstellung von ihm habe. Und dann will ich auch glauben. Also, meine, wer ist denn Gott? Meinen Sie, dass er Ihr Dackel ist, der nach Ihrer Vorstellung pfeift und tanzt und Männchen macht? Jesus kommt nicht mit runter. Er geht nicht mit nach Kapernaum. Er sagt ihm ein Wort, dein Sohn lebt. Geh hin, dein Sohn lebt. Und da sind wir im zweiten Punkt. Das ist die zweite Phase beginnt. Die erste Phase, Gerüchte, Behauptungen. Und er will prüfen, ob diese Information stimmt. Ran an Jesus, direkt suchen. Das heißt, lesen Sie die Bibel. Stellen Sie Fragen. Kommen Sie in diesen Tagen immer wieder. Graben Sie eine Schippe tiefer. Geben Sie sich nicht zufrieden. Wenn Sie mit Gästen gekommen sind, fragen Sie die Gäste, wie haltet ihr das? Wie ist das? Ist das wirklich tragfähig? Wie geht das bei euch? Beate Schmidt hat uns sehr Mut gemacht mit ihrem eigenen Lebensbericht. Wirklich so zu fragen. Jetzt kommt der zweite Punkt, der kritische Punkt. Dieser Weg des Vertrauens. Was hat er denn, dieser Mann? Jesus gibt ihm das Wort. Er sagt ihm ins Gesicht, geh hin, dein Sohn lebt. Ja, der ist mehr als 30 Kilometer weg. Weiß der, ob das stimmt? Das ist doch nur ein Wort. Es heißt hier in diesem Bericht, der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Ich hörte einen Freund an einem Sonntag in einem Gottesdienst bei der Predigt zu und er sagte einen wunderbaren Satz. Vertrauen heißt, einen Schritt weiter zu gehen, als ich von mir aus gegangen wäre. Und er geht mehrere Schritte weiter. Er vertraut und geht. Vertrauen ist jetzt nicht einfach, er hat nicht ein paar Dogmen für wahr gehalten, alle geschluckt und so, obwohl er es nicht verstehen kann, mit dem Kopf genickt und jetzt ist er Christ. Nein, das Vertrauen ist etwas Praktisches. Er ist Schritt für Schritt gegangen und zwar über Nacht. Wir können das aus der Geschichte ja rekonstruieren. Am nächsten Morgen trifft er seine Mitarbeiter, die ihm dann sagen, was da zu Hause passiert ist. Er rechnet dann zurück und sagt, es war um die siebte Stunde, es war also um 13 Uhr gestern Nachmittag. Das heißt, das waren Stunden des Weges und es war eine Nacht. Und ich glaube, der Mann hat nachts nicht besonders geschlafen. Was ist meinem Sohn, was habe ich denn eigentlich, das Wort, das Versprechen von Jesus? Ist das mehr als heiße Luft? Wird das stimmen? Ja, was hatte er denn? Er ging einen Weg des Vertrauens mit vollem Risiko. Eines der interessantesten Bücher, das ich im Augenblick gelesen habe, ist das Buch des Journalisten Markus Spieker aus dem ARD Hauptstadtstudio, Fernsehjournalist, das heißt Facebook, ein Journalist sucht den Himmel. Und da beschreibt er drin unter anderem die Szene eines Free-Climbers, also eines, der so gefährliche Klettereien macht, ohne Absicherung. Und er sagt, der gefährlichste Move, also das ist ja das Neudeutsche, die gefährlichste Bewegung des Free-Climbers ist der Dino. Der Dino, von Dynamit ist das, Dynamik. Da sitzt und dann er von einem festen Halt springt er mit Händen und Füßen einen Meter höher, um 9,5 festzuhalten. Wenn das gelingt, ist er danach einen Meter höher oder hunderte von Metern unten im Abgrund zerschollen. Das ist Mut. Ich sprach mit meiner Frau darüber, die sagte, also das ist doch das nicht, da hat man doch Angst, das geht doch gar nicht. Gott sei Dank. Manche mag es aber so vorkommen, dass diese Einladung zum Vertrauen wie der Dino eines Freeclimbers ist. Nein, es sind Schritte. Schritte auf dem Wege. Es kann sein, über Nacht, es kann ein langer Weg sein, wo viele Zweifel unterwegs kommen. Man braucht die Erfahrung, was ist das Ergebnis. Und dann heißt es, und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Und dann heißt es, erforschte die Stunde, wo es besser geworden ist. Und dann sagen sie, gestern um 1 Uhr mittags. Und dann rechnet er nach und dann sagt er, ist der Augenblick gewesen, als Jesus gesagt hat, dein Sohn lebt, geh hin.
Und dann ist da eine Gewissheit. Ja, ich brauche das. Vertrauen wagen kann ein Risiko sein. Gewissheit finden wir nicht ohne diese praktische Wagnis des Vertrauens. Dass man es anwendet und so weiterkommt auf dem Weg des Lebens. Spielt sich nicht nur hier im Kopf. Warum glauben Sie nicht? Ich meine, wenn Ihr Problem sein sollte, dass ein paar intellektuelle Zweifel haben, nehmen sich Zeit, wir diskutieren drüber, die lassen sich alle ausräumen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem liegt viel tiefer in unserem Leben, sind diese Schritte des Vertrauens, wo man denkt, ich stürze ab. Kann ich hier glauben? Wir glauben zu allem Schrott. Leichtgläubigkeit ist unsere große Volkskrankheit. Wir zahlen die Zeche in vielen Dingen. Und Jesus lädt uns ein und sagt, Leute, glaube ich nicht. Gut, das ist die zweite große Entscheidung, die ansteht. Es ist ein Mensch, der sich mit Jesus beschäftigt hat, vielleicht etwas gehört und gelesen hat, jetzt auch nicht in der Theorie stecken bleibt, sondern sagt, ich will jetzt praktische Schritte mit Jesus gehen. Und diese Spannung aushalten und Jesus verspricht, wer sucht, der findet, wer bittet, dem wird gegeben, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und dann passiert das Dritte, was so unglaublich schön hier ist. Was passiert danach? Diesen Satz in dem Bericht dürfen Sie auf keinen Fall vergessen. Er hört das, dass der Junge gesund geworden ist oder dass ihm besser gegangen ist und da heißt es zum Schluss, und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Stopp mal, vorher hat es doch schon gehießen, er glaubte dem Wort, das Jesus sagte und ging hin. Jetzt heißt es zum Schluss, er glaubte mit seinem ganzen Hause. Er schickte nicht nur eine Danke-E-Mail an Jesus, toll, hat geklappt. Er gehörte auch nicht zu denen, die sagt, Schwein gehabt, sondern er wusste, das war jetzt eine Einzelerfahrung, eine Episode. Und das wird mir in meinem Leben nicht helfen, wenn daraus nicht eine Dauerbeziehung des Vertrauens wird. Und dann heißt er vertraute mit seinem ganzen Hause. Das ist ja nicht das Gebäude gemeint, sondern alle, die dazu, seine Lebensbeziehungen. Der hatte kapiert, wenn Gott die Mitte meines Lebens, wenn Jesus die Mitte meines Lebens werden soll, dann hat das mit allen Beziehungen zu tun, so wie ich mit meiner Frau umgehe oder die Frau mit dem Mann. Den Kollegen im Geschäft, das hat mit dem Umgang mit den Kindern zu tun, mit den Dingen, mit meinem Besitz, mit meinen Sorgen. Das ganze Lebenshaus ist gemeint, mit alle Küche, Keller und Schlafzimmer, alles, was es da so gibt, die ganz praktischen Dinge des Lebens sollen jetzt voll Vertrauen auf diesen Jesus gelebt werden. Ich hätte ja mal wirklich Mäuschen spielen mögen und mich hätte interessiert, was das bedeutet hat. Was das für die Finanzen bedeutet hat, wie der Umgang mit seinem Geld, was sich im Verhältnis zu seiner Frau geändert hat, wie der mit seinen Mitarbeitern umgegangen ist neu. Jedenfalls, es war ihm bewusst, all diese Beziehungen brauchen jetzt eine Veränderung, denn ich vertraue in all den Beziehungen jetzt auf diesen Jesus. Ich richte mich nach seinem Wort, ich will wirklich Gott in die Mitte meines Lebens lassen und will ihm folgen. Nun, da er eine Führungsfigur ist, bei Führungspersonen ist es besonders schwer, Veränderungen haben. Die meinen immer, sie wären ihrem Amt viel, was sagen die Leute sagen und so, man ist ja verpflichtet. Der war ja eingebunden in das ganze, sicherlich korrupte System des Königs Agrippa da oben in der Gegend. Was das bedeutet hat, da den aufrechten Gang plötzlich zu haben und Ehrlichkeit zu leben. Und Klarheit zu leben und für Recht einzustehen und nicht speichelleckerisch den Buckel krumm zu machen, wenn andere getreten wurden, um des eigenen Vorteils willen die Schnauze zu halten. Was hat das bedeutet? Was hat das bedeutet, dass er mit dem ganzen Hause ihm glaubt? Sehen Sie, das ist es, was wir in unserer Zeit brauchen. Wir brauchen Veränderung von Menschen. Das redet, weiß heute jeder. Auf jeder Ebene. Einfache Leute, wie wir sind, Führungsleute. Aber jeder weiß das und denkt, andere müssen sich ändern. Aber der einzige Mensch, den ich ändern kann, bin ich. Und der einzige Mensch, der sich ändern kann, sind Sie. Und wenn Sie etwas ändern wollen an dieser Gesellschaft, in dieser Krisensituation, dann werden Sie entweder bei sich selber anfangen oder Sie werden als Schwätzer verkommen. Entschuldigen Sie, dass ich das so krass sage.
Leute, die sagen, dass alles anders werden müsste und mit Fingern auf andere zeigen, haben wir genug. Dadurch ändert sich nichts. Die einzige Revolution, die ich machen kann, fängt in meinem Leben an. Und deshalb ist diese Geschichte eine Herausforderung. Eine Herausforderung für Menschen, die kritisch denken wollen, die Zweifel nicht unterdrücken und die wissen, ich muss auf etwas vertrauen und ich will prüfen, ob das verlässlich ist und ich will nicht einfach mit dem Strom schwimmen und gedankenlos weitermachen. Und schon gar nicht mit der kaputten Logik, es ist bisher gut gegangen, wird auch weiter gut gehen. Das ist die klassische Logik des Untergangs und der Zerstörung. Denn so war es immer. Bis hierher ist gut gegangen, es weitergegeben. Hören Sie das mal in den ganzen Finanzkrisen-Dingen, die erzählen uns alle, dass die Theorien bisher alle gestimmt haben, bis sie eben nicht mehr stimmen. Das ist in jeder Lebenskatastrophe so. Ich bin so lange gesund, bis ich krank werde. Ich lebe so lange, bis ich sterbe. So lange ist Frieden, bis Krach ist. Das ist das Problem. Diese Logik, es ist bisher gut gegangen, wird auch weitergehen, ist die dümmste Logik, die es überhaupt geben kann. Aber es ist nicht einfach, uns Menschen davon zu überzeugen, ehe es kracht. Und sehen Sie, dieser Abend ist eine Werbung dafür, weil wir einander das schulden. Verstehen Sie das als ein Wort der Liebe, dass wir uns nicht gegenseitig gleichgültig sind und nicht laufen lassen und sagen, Kehr, ich weiß ja nicht, wo Sie stehen. Wir sind ja so verschiedene Menschen. Wir sind Menschen, die schon jahrelang diese Erfahrung mit Christus machen und Gott glauben und wir wirklich erzählen könnten, wie das geht. Es gibt Menschen vielleicht, die das zum ersten Mal heute hören und sagen, ich habe das alles bisher für vorsätzliche Lüge und für Traumtrenserei gehalten und ich kann das immer noch nicht glauben, dass da was Handfestes dran ist. Wir sind so unterschiedlich. Und jetzt möchte ich Sie einladen, zu sagen, wo auch immer Sie sind, gehen Sie einen ersten Schritt. Gehen Sie einen ersten Schritt. Bleiben Sie nicht im Vorurteil abwartend auf Distanz, sondern sagen, ich möchte wissen, was das mit Jesus ist. Und deshalb, Jesus, komme ich zu dir. Oder wenn Sie schon dran sind und ich sage, Jesus, ich habe dein Wort heute gehört und ich will dem vertrauen, du lädst uns ein. Ich will kommen, suchen und beten und bitten und auf dein Wort hin komme ich und ich gebe dir mein Leben. Ich öffne es, ich will erfahren, was das bedeutet. Ich gehe die Schritte des Vertrauens und bin gespannt, ob du mich hängen lässt. Oder vielleicht haben Sie ja solche Erfahrungen der Hilfe gemacht. Aber es ist eine Episode geblieben, eine schöne Erfahrung. Es ist keine Entscheidung gekommen, dass Sie mit Ihrem ganzen Lebenshaus Jesus vertrauen und ihm folgen. Sie haben nicht angefangen zu fragen, was soll sich in meiner Ehe oder in meiner Partnerschaft ändern, was in meiner Familie und Nachbarschaft, was in meinem Betrieb, mit meinen Kollegen, was im Umgang mit dem Geld, was in meiner Einstellung zu Sex und so weiter. Wo auch immer Sie stehen, ich bitte Sie an diesem Abend, machen Sie einen Schritt und vertrauen Sie diesem Gott, der in Jesus am Kreuz sich uns gezeigt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er nimmt unsere Lasten und auch unsere Schuld, da wo wir Bruch gebaut haben, trägt es, damit wir neu mit Gott Vertrauen fassen können, bei ihm festmachen können. Und ich möchte denen unter Ihnen, die jetzt im Augenblick hier sitzen, auch an den Übertragungsorten und sagen, ich möchte das. Denen möchte ich ein ganz praktisches Angebot machen. Sie können das, wenn Sie das als Hilfe annehmen wollen, gerne gebrauchen. Wir werden jetzt gleich hier vorne auf dem Boden ein Lichtkreuz sehen. Sie an den Übertragungsorten, da wird Ihnen gleich einer zeigen, wo bei Ihnen der Treffpunkt Kreuz ist. Und wenn Sie wollen, während des nächsten Liedes, das Sie einlädt, dürfen Sie aufstehen, wo auch immer Sie sind, einfach nach vorne kommen und sich zu mir stellen. Ich werde mich auch dahin stellen, denn das ist mein Platz. Der Platz meines Lebens ist da, das ist symbolisch hier, ist da, wo Gott am Kreuz und sagt, so habe ich dich geliebt, komm, leg deine Lasten ab, folge mir nach, vertraue mir. Du kannst mir vertrauen, er ist auferstanden, er hat ihn aus dem Grab auferweckt, selbst den Tod hat er besiegt. Diese Zusage ist so fest. Der Prokristchor wird ein Einladungslied singen. Und während dieses Liedes können Sie kommen, ganz egal wo Sie sitzen, Ihre Nachbarn werden Sie durchlassen. Die Wege in der Halle sind weit, aber der Weg, den Gott zu Ihnen gegangen ist, ist viel weiter. Das gilt auch bei Ihnen an den Übertragungsorten. Und wenn Sie dann kommen, stellen Sie sich einfach still mit dazu und ich biete Ihnen ein Gebet an. Das soll...
Das soll so sein. Jesus, du hast mich so sehr geliebt. Ich danke dir, ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Bekenne dir meine Schuld. Vergib mir. Mein Leben soll dir gehören. Du bist der Herr. Wenn Sie so beten wollen, kommen Sie einfach und machen Sie einen ersten Schritt. Der Chor singt schon während des Liedes. Dürfen Sie kommen. Es kommen auch einige Mitarbeiter dazu, um Ihnen später Gespräche anzubieten. Wenn Sie eine andere Sprache als Deutsch sprechen, dürfen Sie auch kommen. Einige Dolmetscher werden auch hier stehen, werden das Schild mit der Sprache, in die Sie übersetzen, hochhalten. Stellen Sie sich einfach dazu. Es ist jetzt Zeit zu kommen. Wir beten für Sie. Wir laden Sie ein im Namen von Jesus Christus. Er ruft Sie. Kommet her zu mir alle, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich heiße Sie herzlich willkommen, alle, die ihr gekommen seid. Wir stehen gemeinsam in der Gegenwart des lebendigen Jesus Christus. Er lädt uns ein. Und ich bitte euch jetzt, dieses Gebet mit mir zu beten. Nehmt es Satz für Satz auf und sprecht es laut als euer persönliches Gebet nach. Wir wollen beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist.
und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich will dir vertrauen. Ich will dir folgen. Zeige mir deinen Weg. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Du bist mein Herr. Amen. Amen heißt, so ist es, dass es war. Und ich möchte euch zusprechen, das Wort des lebendigen Gottes. Er sagt dir persönlich, nimm es ganz persönlich. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So geh diesen Weg in der Gemeinschaft mit Jesus im Vertrauen auf ihn. Nehmt die Hilfe an. Nehmt euch gleich auch noch etwas Zeit zum Gespräch mit den Mitarbeitern, die bereit sind, euch auch Hilfe anzubieten. Wir würden euch gerne etwas Literatur geben. Es ist ein erster Schritt und es soll ein Weg daraus werden. Und wir möchten euch gerne Begleitung anbieten, damit es wirklich ein Lebensweg mit Hand und Fuß wird, mit Solidität. Wir wünschen euch Gottes Segen. Es gilt Ihnen allen. Viele sind in der Halle und an Übertragungsorten, die sagen, ich bin noch nicht so weit. Ich habe so viele Fragen. Bitte sucht das Gespräch heute Abend. Ich hoffe, ihr alle werdet Leute finden, die ein offenes Ohr für euch haben. Und vielleicht könnt ihr auch noch miteinander beten. Und auch wenn ihr nicht nach vorne gekommen seid, hier zu uns an den Treffpunkt Kreuz, sucht Möglichkeiten zum Gespräch und macht euer Vertrauen an Jesus fest. Er ist es wert, dass man ihm vertraut. Und ich wünsche mir sehr, dass viele von euch wiederkommen. Ist der erste Abend jetzt und wir sind so überwältigt von diesem ersten Abend schon. Gott macht uns ein Angebot und es gilt besonders den Menschen, die vergessen haben, dass Gott sie liebt. Bitte geht in die Nachbarschaft, in euer Büros und Fabriken und Werkstätten und sagt den Menschen, Gott hat sie nicht vergessen. Und wir wollen mit ihnen darüber reden. Ladet sie ein, wo auch immer ihr das tut. Hier überall, hier in Chemnitz und in allen Orten, in Deutschland und in allen europäischen Ländern. Lasst uns eine große Suchbewegung in dieser Woche starten. Getrieben von der Liebe Gottes, die Herzen der Menschen suchen, die voller Sehnsucht sind. Und die meisten wissen gar nicht, dass sie Gott suchen. Ich wünsche euch gute Gespräche. Es segnet euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, geht im Frieden des Herrn. Amen und auf Wiedersehen und gute Gespräche. Bleibt noch einen Augenblick zum Gespräch hier. Auf Wiedersehen an die Übertragungsorte. Wir sehen uns morgen, so Gott will.